Beispiele aus Bochum. Zum einen Herbert W. Bis Mitte der 70er Jahre unter Tage gearbeitet, später bei Opel. Hat viele Jahre ins deutsche Rentensystem eingezahlt, sammelt am Wochenende Flaschen vor dem Ruhrstadion, um seine kümmerliche Rente aufzubessern. Zum anderen Sami A. Ging früher auch einer beschwerlichen Arbeit nach. Er war Leibwächter von Osama Bin Laden, hat nie ins deutsche Sozialsystem eingezahlt, fährt am Wochenende gern mit seinem Moped ins Grüne, erhält vom Staat 1200 Euro pro Monat und das seit sage und schreibe 10 Jahren. Und das ist aus meiner Sicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die Sie hier zu verantworten haben. Sie behaupten Berlin und nicht nach Brüssel. Und in diesem Sinne schließe ich mit einem Zitat des früheren tschechischen Präsidenten Seemann, das ihn auch schon die ehrenwerte ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach vorgetragen hat. Ich zitiere: Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert.